bläst der Wind auch mal richtig. Jetzt wird man richtig durchlüftet. Ich hoffe nur, das Donnerwetter kommt nicht. Man sieht immer Blitzen, aber man hört nicht donnern. Guten Morgen. Also jetzt sollte eigentlich jetzt so 2 Stunden nach Hochwasser sein. Kaum ist morgens, sind die ganzen Fliegen wieder da. Ich raste aus. Also einer vom Finanzministerium hat mich jetzt von der Straße aufgerufen. Ich konnte meine Schuhe waschen. Und er hat mich auch noch zum Ticket Office gefahren von der Fährreederei. Die haben eigentlich keine Sitze mehr frei, aber ich habe jetzt doch schon ein Ticket auf Glück gekauft. Und wenn da einer nicht mitfährt, komme ich noch mit rein. Ich denke, mal gucken, weiß nicht. Dann habe ich jetzt mal Zeit, das Museum zu besuchen. Saint-Philippe. Ja, sehr alte Geräte. Zurück im Ministerium und der Kollege fährt mich, glaube ich, jetzt. Ist gerade wieder weggelaufen, aber es passt schon. Da durfte ich mir eben meine Füße waschen. Mit dem ganzen Sand. Die Wartehalle der Fähre. Also auf meinem Ticket stand Samstag drauf. Dann musste ich erst ein bisschen warten. Aber jetzt habe ich sogar auf dem Platz. Alles gut. Dann noch Saint-Philippe an den Hängen von Fogo. Und er erzählt, wie hart die Arbeit hier ist auf Fogo. Angekommen in Praia. Taxi. Die Federação Cabo Verde de Fogo hat ein Zimmer frei für Pedro. Und wir schauen mal, ob ich da auch pennen darf. Also das ist mein Zimmer. Mit Klimaanlage. Traum. Wirklich. Also top. Pedro ist jetzt noch im Restaurant. Mit seinen Kollegen. Könnt aber gleich wieder. Morgen. Hier wird schon fleißig Frühstück. Auf zum Frühstück. Die historischen Momente des Fußballs in Cabo Verde seit 1978. Seht euch die Straßen an. Hier wird irgendwie auf die Straße entwässert und nicht durch die Kanalisation. Alles grün, alles blank. Frühstück und deutsche Nachrichten verfolgen. Also, nach dem Frühstück muss Pedro jetzt zum Krankenhaus unterschreiben, dass er sein Praktikum hier gemacht hat. Er wird nämlich Arzt werden in Portugal demnächst. Ja, wir haben uns ein bisschen unterhalten über unsere Länder, Deutschland, Portugal. Ja, war ganz nett. Und danke für die Unterkunft. Und ich trampe jetzt nochmal 2 Tage ein bisschen über Santiago, die Hauptinsel der Kap Verden. Auf zum Nationalstadion. Da haben wir das Estadio Nacional. Darum soll es heute aber nicht gehen. Ich gehe nämlich hier im nächsten Kreisverkehr
Trenden. Das hier ist die vierspurige Umgehungsstraße von Praia. Ja, wie man sieht, nicht so sehr ausgiebig genutzt. Also das ist der Trendspot. Das ist echt unglaublich. Junge, Junge. I don't know if we have a... Die ganzen Häuser noch gar nicht verputzt, aber bereit zum Wohnen. So, bin direkt wieder mitgenommen worden beim nächsten Auto, vom nächsten Auto. Jetzt habe ich schon die Hälfte der Inseldistanz gemacht, nach Tarrafal, das ist am anderen Ende der Insel. Also das war jetzt ein Taxi, das ich mitgenommen hat, oder ein Bus. 1,50 für 20 Kilometer oder so. Ja, die sehen nämlich so aus hier. Wer hätte es gewusst? Ich dachte, es wären irgendwelche Gärtner. Aber jetzt weiß ich Bescheid. Es scheint ein ungleicher Kampf. Aber mal schauen, wer gewinnt. Okay. So, ich wurde jetzt abgesetzt. In Tarrafal, da ist der Strand. Jetzt erstmal ein bisschen ausruhen. Schöne Schildkröte. Da haben wir den Strand. Mittag am Strand von Tarrafal. So, wir haben schon Abend. Jetzt schnell ins Gebirge, wo es ein bisschen kühler ist heute Nacht und nicht so heiß. Da kommt nämlich die Serra da Malagueta schon in 10 Kilometern. Hier ist doch wieder ein Kollektivo, heißt das, glaube ich, eigentlich. Für 1 Euro. Also, das ist die Serra Malagueta Karte. Scheint auch ein Nationalpark zu sein. Auf jeden Fall sind wir hier auf 850 Metern und hier ist kühl. Das ist auch ein merkwürdiges Gebäude. Ich glaube, es steht leer. Eine schöne Weltkarte hat. Auch sehr neblig hier oben. Hier geht's rein. Gesperrt für Autos. Naja, gut. Schon sehr mystisch. So, hier haben wir mal eine Aussicht. Schon nicht schlecht. Aber hier ist irgendwie keine gerade Fläche zum Campen. Noch nicht, muss ich noch finden. Also ich glaube, ich habe meinen Zeltplatz gefunden. Hier schön am Hang. Etwas gerade Fläche. Das wird die Liegefläche. Ist nicht ganz naturschutzkonform, aber die Pflanzen werden sich sicherlich wieder aufraffen nach meinem Besuch hier. Also da passe ich auf jeden Fall hin. Und hier gibt es nicht mal Fliegen. Keine Fliegen da. Das Einzige, was hier so nicht gibt, ist was zum Hinsetzen. Ich muss mir nächstes Mal definitiv mal einen Stuhl mitnehmen. Alles nass, man kann sich es nicht vorstellen. Also es nieselt ein bisschen und da kommt vielleicht noch mehr Regen. Ich brauche schon mal mein Zelt auf. So, es steht die Innenseite. Da drin sieht es noch ein bisschen eng aus. Aber das ändert sich noch. Hier kann man noch ausbauen. Es liegt sich dann doch schon ganz gut hier. Ein bisschen eng zur Seite. Ja,
gut. Darauf erstmal ein Guyavennektar. Jetzt der Nebel wieder hier. Guten Morgen. Schaut nach Nebel aus. Platt getrampelt. Jetzt kommt die Wiederaufforstung. Na komm. Ja. Okay, besser habe ich es nicht hingekriegt. Die Pflanzen sind ja einfach viel zu faul. Jetzt noch ein kleines Fotoshooting für den Thumbnail. Abstieg. Ich habe noch gehofft, dass die Nebelsituation besser wird, aber das wird nichts. Gäste im Nationalpark. Das ist die Aussicht zur anderen Seite. Und da ist ein nerviger Hund. Hier ist das Nationalparkzentrum. Da läuft ein Film. Bülow. Vögel. Flora und Fauna. Der Typ ist aber gerade am Telefonieren. Ich bin wieder raus. Tramspot. Das Haus ist wohl noch nicht verlassen, da tut sich was. Ich weiß nicht. Hier fahren wir die Straße. Ich bin Asomada, die Stadt am Hochland. Und danach, nach der Stadt, gibt es wohl eine Polizeikontrolle. Um 1 jeden Samstag. Und deswegen können wir dann nicht mehr auf der Trakt, auf der Ladefläche mitfahren. Und auf dem Beifahrersitz, der war voll mit Mangos. Ja, dann suche ich mir jetzt ein nächstes Auto. Da haben wir sie schon, die Police-Kontrolle. Da wird einer rausgewunken. Tramspot mit Aussicht. Die gönnen wir uns mal eben noch. Ganz nett. Das Problem ist, jedes Auto hier ist so ein Taxi oder entweder ein richtiges Taxi mit Taxischild oben drauf und keine richtigen Autos wie dieses. Der dreht auch um. Die Kirche von Saint-Louis. Lindo lädt mich jetzt noch zur Bäckerei ein. Es gibt jetzt Teigtaschen mit Thunfisch drin. Como se llaman? Como se llaman esos? Pastel. Pastel? Ah, okay. Pastelería. Pastelis. Faz um vídeo, né? Italiano no Salina Cabo Verde, sem comer de pastel massa de Cabo Verde. Nós bem de pão, está ali, não está comendo. Venga, venga, Cabo Verde. Irmão de novo, irmão que tem. Venga, está aqui. Bye bye. Bye bye, thank you, obrigado. Zurück in ja. Also Aline hat mich jetzt hier in Plato, der Innenstadt, abgesetzt. Ciao. Dankeschön. Hat mich auch morgen eingeladen, bis in 2-3 Stunden durch die Insel zu fahren, was anzuschauen. Aber jetzt suche ich mir erstmal mal ein Bett für die letzte Nacht. In der Innenstadt scheint es irgendwie keine richtigen Hostels zu geben. Hier ist nur ein Apart-Hotel, aber ohne Rezeption. Und ein Airbnb, das muss man sich vorher mieten, aber ich muss woanders hin. Hier ist der zentrale Platz von Praia, sorry. Da auch ein schönes Gebäude. Da der Palazzo de Justizia. Fabelhaft. Der große Governador.
Caetano, Alexandre, Almeida und Albuquerque. Nochmal ein Bus fahren. Hier müsste es jetzt sein. Das Morabeza Kriegelhostel. Falsche Straße, eine Straße weiter. Hier. Direkt neben dem Ausländerministerium. Also das ist die Hosteltür. Ich muss gerade noch warten, weil noch keiner da ist. Also in diesem Hostel. Die Zimmer sind nicht sauber, weil die schon ewig keinen Besuch mehr hatten. Deswegen kann ich auch nicht hin. So, ich bin wieder zurück in der Innenstadt. Hab doch noch was anderes gefunden hier. Und der hat mir auch mit Telefon bestätigt, dass da zugänglich ist heute. 2500 Escudos. Für die letzte Nacht nehme ich das noch in Kauf. Also ich sitze jetzt vor dem Bedroom Place. Und hier wurde mir schon ein Schuh angeboten, weil der Besitzer noch nicht da ist. Der kommt jetzt. Also das scheint mir doch für 22 Euro recht anständig zu sein. Mit Ventilator. So, ich bin jetzt nochmal rausgegangen auf der Suche nach was zu essen. Also ich esse mein Zeug, ich brauche nur noch Brot dazu. Mal schauen, ob man uns diese spätere Uhrzeit noch gibt. In der Pastelleria gibt es bestimmt noch Brot. Eine sehr noble Bäckerei irgendwie. Das ist jetzt nicht 1,20, 70 und auch immer mit Schinken und das Kokosnuss. Da haben wir noch einen Supermarkt geöffnet. Guten Morgen. Heute steht noch eine kleine Privattour an mit Arlindo. Zur alten Hauptstadt von Cap Verde wollen wir. Und sonst bin ich glücklich, dass das letzte der Tag heute ist. Und es nach Hause geht. Heute Abend. Heute Mitternacht. 0.10 Uhr. Das da auf dem Boden sind alles Fliegen. Die Punkte da sind Fliegen, 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 Fliegen. Das ist echt eine Plage. Also, ich weiß echt nicht, wie die Leute damit klarkommen hier. Also, ich könnte das nicht. Ich warte jetzt noch auf meinen Companiero, Arlindo. Und dann in Ciudad Velha. Hauptstadt, die alte Hauptstadt. Arlindo ist da. Wir gehen jetzt zu seinem Auto und dann geht's los. Letzter Tag. So, wieder. Festival. Festival? Da ist die Uni Cap Verde. Universidad de Cabo Verde. Das ist ein echter Prachtbau. Ciudad Velha. Also wir sind jetzt hier am Strand und ich habe hier ein merkwürdiges Geräusch wahrgenommen. Das hört sich nämlich so an, wenn hier eine Welle kommt einmal. Erstmal ein bisschen. Auch hier wieder ein aufgeblasener Bonjour, ça va? Aufgeblasener Kugelfisch auf der Anrichte. Der Typ wollte gerade nicht gefilmt, also Arlindo hat ein bisschen telefoniert und seinen Kollegen so die Umgebung gezeigt und der Typ fand das nicht nett. Aber Arlindo ist ein zuvorkommender Mensch und versucht das jetzt zu klären. Jetzt haben wir den Mango, etwas kleiner. Mal gucken, wie es schmeckt. Also exakt wie Mango. Mit Schale. Es geht jetzt noch hoch zur Festung. Hier haben wir die Festung. Forte Real, die königliche Festung.
Also vorne beim Eingang musste man 5 Euro zahlen. Aber wir haben hier noch eine Nebentür gefunden. Mal gucken, wie es von da aussieht. Hier hat man auch eine Aussicht. Voilà. Da hinten müsste auch Fogo sein in 100 Kilometern, aber sieht man nicht. Na gut. Wir sind in Palmarejo, eine etwas neuere Wohngegend von Praia. Schön hier. Hier haben wir noch den Stadtstrand von Praia. Nettes Hotel. Wir sind gerade hier an einer Parade vorbeigefahren. Und das sind irgendwie guineische Leute. Flagge von Guinea-Bissau. Wir sind jetzt wieder zurück in der Innenstadt, Plateau wird es auch genannt, und auf der Suche nach Cachupa, dem Nationalgericht von Kap Verde, von dem ich jetzt erst leider erfahre, aber jetzt möchte ich es auch probieren. Wir sind fündig geworden in diesem Restaurant. Voilà. Das habe ich schon tatsächlich schon mal gegessen mit Dordo. Aber diesmal mit Ei. Esse ich eigentlich nicht, aber auf der Reise ist mir das irgendwie zum Munde gekommen. Ich wollte eigentlich noch Proviant einkaufen für den Flughafen nachher. Aber hier in Kap Verde sind auch sonntags die Läden zu. Ein Wasser habe ich mir schon im Restaurant gekauft, aber ich bräuchte noch Brot. Da sind wir noch auf der Suche nach jetzt. Brot gibt es auch noch. Glück gehabt. Hier gibt es nämlich so auch was wie Bäckereien. Der Hafen in die Heimat. Also erstmal nach Lissabon. Alindo, haut rein. Vielen Dank. Einfach mal eine private Tour gegeben. Echt ein super Typ. Ich schau mal, was es bei der Cell noch zu essen gibt. Lecker. Ein letztes Mal Brot mit Thunfisch. Diesmal aber die Deluxe-Variante mit Salz, Pfeffer und Tomatenmark. Da unten ist die Autobahnauffahrt in Luxemburg, wo ich vor 6 Wochen meine Reise am zweiten Tag begonnen habe. Stadt. Außerdem französische Atomkraftwerke. Hier haben wir die Eifel und da hinten Trier. Troisdorf, Siegburg, Hilf. Sieht man leider nicht so. Da sind wir wieder. Nur die Rolltreppe funktioniert nicht. Salam alaikum. Was geht, Junge? Was geht, Digga? Da sind wir wieder. Winterscheid. Sonnenschein. Kein Regen. Die Kirche.
das Gasthaus. Endlich wieder Döner. Frohes Neues! Jetzt kommen die 100er.